Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei FaZe. Und ja, in der letzten Folge, der ersten Folge, ist ja einiges passiert. Unser lieber Gomez hier hat von einem großen gelben Würfel einen FaZe geschenkt bekommen, mit dem er nun die Welt verändern kann, beziehungsweise die Perspektive der Welt. Und ja, dann ist der große gelbe Würfel explodiert. So wie das klang, wie er die Geräusche, wie er von sich gegeben hat, tippe ich mal auf Verdauungsprobleme. Auf jeden Fall haben wir jetzt unseren kleinen Freund Dot, unseren Sidekick, der uns gesagt hat, wir müssen den Würfel wieder zusammensetzen. Und ja, wir haben bis jetzt eine Würfelscherbe von 32, keine Artefakte und eine Schatzkarte bis jetzt. Na gut, dann wollen wir uns mal auf die Reise außerhalb des Dorfes begegnen. Dadurch müssen wir durch dieses Portal hier durch. Hey, hör mal zu. Ich weiß, du bist zum ersten Mal außerhalb des Dorfes. Wenn du dich verirrst, benutze einfach die Weltkarte. Drücke Escape für die Weltkarte. Oh, schick, jetzt kriegen wir die Weltkarte. In die können wir reingucken. Und hier sehen wir Sachen. Also hier ist ein Secret drin. Dies ist die Weltkarte. Sie zeigt dir an, wo du schon gewesen bist. Benutze S und W zum Zoomen. Aha. Ja, okay. Und A und D zum Drehen. Okay. Jeder Knotenpunkt steht für einen Ort in der Welt. Ist ein Knotenpunkt golden überzogen, bedeutet das, dass dort alle Gegenstände, Geheimnisse oder Durchgänge entdeckt hast. Okay, das erklärt einiges. Hier können wir so durch die Räume durchfahren. Mit den Tasten hier können wir uns ein bisschen schwenken. Also ja, es gibt auf jeden Fall zwei Räume, die wir noch nicht ganz gelöst haben. Das ist einmal hier. Hier ist ein Geheimnis drin. Und hier im Heizungsraum ist auch ein Geheimnis. Da können wir aber später hingehen. Und hier haben wir auch noch nicht alles in dem großen weißen Gebiet. Hier in dem Gebiet sind Würfelscherben und auch Geheimnisse. Wahrscheinlich, weil wir das hier noch nicht gefunden haben, fehlt uns was in dem Gebiet. Naja, gut. Das ist unser Dorf, aber wir sind jetzt hier unten. Und hier gibt es neue Sachen zu entdecken. Dann gucken wir mal, was wir hier alles finden. Da geht's zurück zum Dorf und hier gibt es eine Kletterpartie, die wir ein bisschen abkürzen können, dank unserer 3D-Fähigkeit. Oh, und da hat schon ein Würfelstück geblinkt. Genau. Erstes Stück erhalten. Noch ein Stück. Und noch ein Stück. Und hier sind komische schwebende Köpfe. Und ja, wir haben schon fast wieder ein komplettes Würfelstück zusammen. Hopp, hopp. Hopp, da ist noch eins. Und da ist sogar noch eins. Und Gomez freut sich wieder, weil wir ein neues Würfelteil zusammen haben. Aber ich denke mal nicht, dass wir hier schon fertig sind. Ich würde gerne gucken, was da oben ist. Ja, weil hier gibt es noch irgendwo ein Geheimnis. Und ich schätze mal, das ist irgendwo da oben, aber da oben kommen wir ja leider noch nicht dran. Oder gibt es hier unten noch was Interessantes? Nein, ich schätze mal nicht, dass es hier noch was gibt. Nö, sieht nicht so wirklich danach aus. Okay. Und nächste Tür ist offen, durch die wir durch können. Boah. Sieh dir diesen Ort an. Scheint ziemlich wichtig zu sein, hm? Komm, wir sehen uns mal genau um, ja? Oh nein. Noch eine Tür. Ich sagte ja, dass es viele Türen geben würde. Hierfür werden 4 Würfel benötigt. Hierfür 8. Hierfür 16. Dieser Ort scheint ein ziemlich wichtiger Türenort zu sein. Ach, was weiß denn ich? Deshalb bist du ja hier. Also los, finde die Würfel. Ja, unser toller Sidekick ist kein ganz so toller Sidekick, wie mir scheint. Hier gibt's... Ach ja, ich kann mich ja so ein bisschen umsehen. Da kann ich ja mal einfach nach hier oben gucken.
Also ich schätze mal, dass hier oben irgendwas Wichtiges ist. Hier scheint jedenfalls nichts zu sein. Gucken wir uns trotzdem nochmal hier um. Weil mir gerade so einfällt, dass ich noch diesen Blick habe. Und da fliegt ein Vogel weg. Nö. Da scheint nichts mehr zu sein. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Da muss da oben was sein. Nein, das ist das Pause-Menü. Aber so sind wir auch wieder im Ausgangspunkt zurück. Ich würde trotzdem gern da hochkommen irgendwie. Naja gut, müssen wir uns erst einmal mit der Tür begnügen. Okay, gucken wir mal. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Oh, und noch etwas. Mit Tab kannst du das Inventar aufrufen. Im Inventar wird alles abgelegt, was du unterwegs findest. Okay, jetzt bin ich fertig, versprochen. Ja, es gibt ja so gesehen nervige Sidekicks. Hm, was ist das? Das sieht komisch aus. Nöp. Oh, hier ist eine Tür. Ja, du bist dort. Okay, das hier ist wieder ein neues Gebiet. Da wollte ich aber eigentlich noch nicht unbedingt hin. Ich wollte mich erst in der Nexus weiter umsehen. Achso, das ist der Ladebildschirm. Weil hier in der Nexus, genau, gibt es sicherlich auch noch ein Geheimnis. Ah, guckt mal an, jetzt ist das Ding orange. Das heißt, wir haben hier alles. Nur hier haben wir in den Gebieten noch nicht alles. Aber gut. Das machen wir dann später. Erst einmal will ich gucken. Ja, wie tief der Fall ist und ob da unten noch mehr von dieser Himbeermarmelade ist. Da gehen wir einfach so runter. Hopp, hopp, hopp. Hier ist nichts, nichts. Da gibt es nur diese Tür eben. Und ja, durch die kommen wir durch und sind in dieser schönen Wasserwelt. Und wir können schwimmen. Okay. Das wollte ich nur mal ausprobiert haben. Ich wollte gucken, ob wir nicht ertrinken. Okay, kommen wir hier oben hin? Ja, kommen wir. Weil hier ist schon mal ein Käsestück. Oder ein Würfelstück. So. Wenn wir da reingucken... Genau, sieht man schon im Hintergrund das neue Gebiet. Da will ich aber noch nicht unbedingt hin. Sondern ich will erstmal hier bleiben und hier alles erkunden. Hier waren wir ja gerade. Ja, hier haben wir den Käse, das Stück gekriegt. Und da sind Ranken, an denen wir hochklettern können. Oh, und das müsste das erste Portal sein, oder? Sieh nur. Ein Zeitreisetor. Aber dieses funktioniert noch nicht. Du musst zuerst weitere Tore finden. Dann werden sie sich miteinander verbinden. Genau. Noch ein Stück. Würfel. Und in diesem großen Baum können wir leider nicht reinspringen. Schade. Wir können nur hier... aua. Uns die Beine brechen. Und gleich nochmal, weil wir so lustig sind, springen wir mal ins Wasser. So. Gucken wir mal hier noch hoch, ob hier noch was ist. Hier sind auf jeden Fall zwei Türen. Eine führt dahin. Eine führt da hinten hin. Ach, die Tür da drüben führt da hinten hin. Und die Tür führt da hinten hin. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal ein Blick auf die Karte. Ja, hier gibt es ein Zeitreisetor und ansonsten halt die ganzen Gebiete, die total miteinander verbunden sind. Das mit der Karte rauskriegen, das wird auch noch lustig. Gucken wir erstmal hier rum.
zu diesem schönen Glockenturm da. Und ja, hier haben wir wieder Wasser und lustige Schildkröten. Gucken wir uns hier um, ob hier was ist. Nicht direkt, aber da oben ist schon mal wieder ein Würfelstück. Da kommen wir wieder nach da hinten zurück. Hier kommen wir nach oben, oder? Hier gibt es auf jeden Fall eine Tür, die wir aufmachen können. Oh, die führt uns darüber. Und von da aus gibt es noch einen Weg weiter. Hm? Bloß den Weg sehen ist... Nein, ich versuche jetzt nicht da links oder rechts entlang zu schwimmen. Ich glaube nämlich nicht, dass da was ist. Bist du ein Weg? Nein. Hier ist... hier ist was Seltsames. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein Rätsel, wo wir den Wasserstand verändern müssen. Irgendwie. Aber gut. Jetzt wollen wir mal da hochkommen. Kommen wir hier hoch. Hoch, habe ich gesagt. Komm es. Hüpf. Na, das ist leider zu hoch für Gomez. Aber das hier nicht. So, noch ein Teil vom Würfel. Und noch ein Teil. Und das war ein zu motivierter Sprung. Hier wollen wir hoch. Mal sehen, was es mit der Glocke auf sich hat. Hier kommen wir so durch, genau. Was hat denn unser Ding-Dong? Läute die Glocke, die du vor ihr linke Kontrolle drückst. Okay. Ah, da sind Zeichen drauf. Das sind, glaube ich, ich würde mal tippen, das sind Zahlen, die wir erst identifizieren müssen. Na. Mist. Also nochmal hoch zu der Glocke, weil... Ich habe so das Gefühl, die Glocke macht was Schönes. Nope. Hier hoch. Da war ich zu übermotiviert mit dem Drehen. So. Hier hoch. Und hier hoch. Hier durch. Und erstmal gucken, was hier oben ist. Nichts, nichts. Und eine Tür, die nach da hinten führt. Okay, mal kurz gucken. Nach da hinten ist wieder ein großes Gebiet, würde ich sagen. Oder das Gebiet da unten. Was ich aber bezweifle. Hier gibt es noch ein kleines Gebiet. Erst einmal gehen wir zurück zu der Glocke. Aber nicht so... Schade, das ist leider zu hoch. Okay. Gucken wir uns die Glocke mal genau an. Das könnte sowas wie eine Uhr sein. 12 Uhr. Oder so ähnlich. Ich tippe mal, das hier ist eine 1. Das hier ist die 2. Die 3. Und die 4. Und es hat sich nichts geändert. Toll. Ja, es sind halt unterschiedliche Töne, aber es hat sich nicht wirklich was jetzt getan. Dann gucken wir mal durch diese Tür hier in das Gebiet da oben, was man da schon im Hintergrund schön sehen kann.
Da scheint wieder so eine tolle Tür zu sein. Okay, das ist ein schmales Etwas. Durch das wir einfach so durchkommen. So. Geht die Tür hier auf? Ja, geht sie. Wohin führt sie uns hin? Ah ja. Ein Rätsel. Ich frage mich, was das bedeutet. Okay, die können wir verschieben. Die schieben sich aber auf jeden Fall immer wieder zurück. Ah ja, und mit der Steuerungstaste können wir sie aufheben. Können wir sie auch werfen? Ja, können wir. Können wir mit ihnen rumhüpfen? Ja, können wir. So. Du in die Mitte. Hä? Bleibst du da? So. Wir versuchen jetzt nämlich mal den Tetris-Baustein da unten nachzubilden. Der will aber nicht so wirklich. Na, das war falsch. Ja, komm, rutsch runter. Na komm. So. Und hey, was ist das? Ein blauer Würfel? Sieht so aus, als hätten wir unser erstes Rätsel gelöst. Du hast deinen ersten Anti-Würfel gefunden. Für jeden Würfel gibt es auch einen Anti-Würfel. Jeder positive Würfel hat auch ein negatives Gegenstück. Anti-Würfel sind viel schwieriger zu finden als normale. Ja. Haben wir hier nämlich jetzt die Anzeige für die Anti-Würfel. Anti-Würfel haben wir einen, normale zwei. Und Anti-Würfel gehen genauso in die Türzählung mit. So, aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.